Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Unsere Geschichtslehrerin hat uns den Krieg erklärt. Yeah, Supermärkte verzichten auf Plastiktüten. Zum Glück gibt's noch Haribo, die 60 Gummibärchen in 30 kleinen und einer großen Tüte verpacken. Da standen wir nun. 2 gegen 15. Mann, haben wir die beiden zusammengeschlagen. Jetzt auch vegan, garantiert ohne Zwiebeln. Endlich wird das Zwiebeltier geschützt, so ging es auch nicht weiter. Für mich ist es nur ein kleiner Tritt auf die Bremse, für alle anderen ein großer Schritt nach vorne. Manfred, 46, Busfahrer. Diese Chihuahuas sind wirklich praktisch, da muss man gar nicht mehr Gassi gehen. Einfach den Hund in die Kacktüte stecken, schütteln, fertig. 3 Worte, um das Ego eines Mannes zu zerstören. Ist der drin? Die Antwort, um das Ego einer Frau zu zerstören? Ich weiß nicht. Fühlt sich an wie eine Bockwurst, die man in eine Turnhalle wirft. Wenn ein Mann alleine im Wald ist und keine Frau ist in der Nähe, hat er dann trotzdem Unrecht? Nein, doch, oh, meine letzte Gehaltsverhandlung. Geschäftsidee, ich mache einen Elektrofachhandel auf und nenne ihn alles, was ihr wollt. Verrätst du mir, wie dieser Schauspieler Freeman mit Vornamen heißt? Morgen. Warum nicht heute? Deutsches Navi, sie haben ihr Reich erzielt. Meine Freundin meinte, ich solle Medikamente besorgen, damit ich wieder einen hochkriege. Dieser unglaubliche Blick von ihr, als ich damit Diätpillen nach Hause kam. Ist ein Regionalligator ein Echsentier aus einer bestimmten Region oder ein Erfolg beim Fußball? Meine Checkliste für den Sommer. Urlaub buchen? Check. Neue Badehose? Check. Sonnenbrille? Check. Körper? Speck. Treffen sich 5 Freundinnen und niemand hat etwas zu sagen, weil alle da sind. Ich würde dich zur Beobachtung gerne über Nacht hier behalten. Wir Deutschen trinken im Jahr durchschnittlich 147 Liter Bier und laufen ca. 12.000 Kilometer. Das macht einen Durchschnittsverbrauch von 8,16 Liter auf 100 Kilometer. Nichts ist so fake wie der Applaus nach einer Schulpräsentation. Mein kleiner C ist in Partylaune. Er hat sich gerade die Kante gegeben. Ich wurde gerade von einem Smart angehobt. Ich dachte immer, dass sie eine Klingel haben. Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle. Dieser Moment, wenn der Dönermann das Fleisch schneidet und einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Ist das bei euch Veganern beim Rasenmähen auch so? Du hängst so tief in der Friendzone, dass du die Haare hältst, während sie ihrem Freund einbläst und du weitermachst, wenn sie nicht mehr möchte. Gestern den ganzen Tag Radio gehört. Hoffentlich bringt jemand bald ein drittes Lied raus. Das Gefühl, wenn man weiß, dass man nicht alleine im Bett liegt und jemanden hat, der einen wärmt. Danke, Laptop. Wer den Namen von Chuck Norris falsch? Versteh einer die Frauen. Schenke meiner Freundin einen großen Strauß. Jammert sie nur rum, der beißt mich und kackt alles voll. Der Wecker hat Glück, dass er in meinem Smartphone wohnt. Das rettet sein armseliges Leben. Der Briefträger guckt so komisch. Der muss was eingeworfen haben. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.